Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Nachholspiel Mainz gegen Hertha, das habe ich sogar schon einmal prognostiziert in der normalen Prognose, sage ich jetzt mal, in der vollständigen. Aber ich dachte, jetzt sind die Vorzeichen nochmal anders, da mache ich das einfach nochmal. Hier habt ihr den entscheidenden Tabellenbereich im Überblick. Mainz kann wohl mit einem Sieg dann die letzten Zweifel am Klassenerhalt wegwischen. Die Hertha muss unbedingt gewinnen, steht auf Platz 17, hat 26 Punkte. Also die Hertha muss unbedingt was tun, hat aber eben auch noch die meisten Spiele auf dem Konto. Beziehungsweise sie fehlen noch auf dem Konto. Viel Spaß beim Zuschauen, los geht's mit dem Spiel. Ja, die Vorzeichen haben sich verändert. Der erste FSV Mainz 05 gegen die Hertha in der deutlich besseren und komfortableren Lage, was das Tableau angeht. Hertha in den blauen Trikots versuchte hier Dominanz reinzubekommen. Mainz tut sich ja traditionell schwerer mit Mannschaften, die sich eigentlich hinten einmauern. Das war Hertha hier an diesem Montagabend nicht, solch eine Mannschaft. Sie versucht nach vorne zu spielen, allerdings auch versuchten das richtige Wort. Denn es klappte nicht so sonderlich viel. Mainz 05 ließ wenig zu, Hertha fiel wenig ein. Schon fast eine halbe Stunde gespielt. Mainz kam einfach nicht nach vorne. Die Hertha musste aber jetzt mal auch Möglichkeiten aus dieser Spielüberlegenheit herausziehen. Aber sie schafften es weiterhin nicht. Gendouzi legt den Ball gut raus auf Mittelstädt. Dann Gendouzi wieder, der erst hängen bleibt. Der Ball fällt nochmal Khedira vor die Füße, der heute mal wieder in der Startelf dabei. Verliert dann aber das Duell mit Latzer. Der hält die Fußspitze rein und erobert den Ball vollkommen fair. Was war bloß mit Mainz los? Eigentlich ja wirklich super drauf in den letzten Wochen, aber es scheint gegen Mannschaften, die unten stehen, deutlich schwerer zu gehen. Auch gegen Schalke beispielsweise konnte man in dieser Saison nicht einmal gewinnen. Ansonsten Augsburg, Bielefeld, die jüngsten Beispiele. Córdoba mal wieder kommt hier nicht durch. Kurz vor der Pause ein weiteres Mal die Gäste. Diesmal über die rechte Seite. Khedira, Cifuic lässt durch zu Gendouzi. Was für ein Pass zu Cifuic. Und jetzt war er da, der Treffer für die Gäste. Erste Minute der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Der verdiente Führungstreffer für Hertha BSC. 45 Minuten lang haben sie daran geschraubt, eine gute Möglichkeit herauszuspielen. Jetzt war sie da, unmittelbar vor dem Seitenwechsel. Und sie führte dann auch zum Treffer. Hack mit der 42, hinter Cifuic mit der 42, hat nur das Nachsehen. Robin Zentner im Tor der Mainzer machtlos. Somit das Halbzeitresultat von 0:1 vollkommen verdient. Mainz musste jetzt mehr machen. Ja, eine Niederlage würde sie hier nicht auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Aber man möchte doch noch sicherlich die letzten Zweifel mit ein paar Punkten beseitigen, diese Klasse dieses Jahr zu halten. Aber auch klar, die Hertha braucht diesen Dreier unbedingt. Und wieder die Hertha über Sami Khedira, der das Auge für Córdoba hat, der mit der Hacke zu Cunha. Das war endlich mal eine sehr schön herausgespielte Kombination, die von Robin Zentner allerdings pariert werden kann. Ja, die zweite Torchance, die richtig gefährlich wird. Einmal hielt Zentner, einmal war der Ball drin in der 45. Minute. Der anschließende Eckstoß von der linken Seite reingetreten und das Khedira. Kopfballaufsetzer, relativ deutlich, dass der dann nicht reingeht. Aber es war das Spiel der Berliner. Der erste FSV Mainz 05 fand hier einfach nicht den Schalter zum Umlegen, um in diese Partie hineinzufinden. Die einzige Chance mal durch eine Umschaltsituation, weil die Hertha nicht auf dem 1:0 sitzen bleiben wollte. Sie wollten mehr, dass die Gefahr nach hinten, aber die Flanke von Barrero Martins findet nur die Arme von Alexander Schwolo. Der fängt den ohne Probleme ab, dahinter hätte ansonsten Onisivo gelauert, aber das ist eben nur Spekulation, denn Schwolo hat keine Probleme, den zu parieren.
Gendouzi treibt den Ball in Richtung 16er, wird nicht gut angegriffen. Córdoba, Khedira, Cunha, was für eine Kombination. Und dieser One-Touch-Fußball entscheidet diese Partie. John Córdoba, 81. Spielminute, 0:2. Der Deckel auf dieser Partie war drauf. Dieses Potenzial, dieses Spielerische, steckt in der Mannschaft von Pal Dardai. Und jetzt, nach der langen Quarantäne, rufen sie es zum ersten Mal über 90 Minuten durchgängig auch ab. Es war vollbracht. 2:0 Auswärtssieg. Der erste FSV Mainz 05 schafft es nicht, jetzt schon den Klassenerhalt vorzeitig zu feiern. Sie müssen noch ein wenig warten, werden es am Ende wohl auch schaffen, aber die Hertha macht einen ganz großen Schritt, einen überlebensnotwendigen Schritt, die Klasse zu halten. Das ist noch lange nicht geschafft, aber wenn sie so spielen, dann dürfte das sicher gut möglich sein. Ja, das Ergebnis der Prognose lautet 0:2. Schreibt gerne eure Tipps in die Kommentare. Da haben wir dann die Tabelle im Überblick, was würde das bedeuten. Die Hertha springt vor auf Platz 16, Köln damit erstmal wieder 17. Mainz bleibt bei 34 Punkten hängen, hat nur noch 5 Punkte Vorsprung auf Platz 16. War vorher auch schon so, aber jetzt ist es auch auf den 17. Platz der Fall. Naja, alles Spekulation, alles offen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und adios.